Ja, grüß dich wieder miteinander. Und heute gibt's wieder eine neue Yoga-Nidra-Einheit. Für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, Yoga-Nidra ist eine Tiefenentspannungstechnik aus dem Yoga. Der dauert ungefähr zwischen 20, 25, 30 Minuten, je nachdem. Es braucht doch nichts zu dienen, es braucht eine Matte. Vielleicht eine Decke, um euch zuzulocken. Aber vielleicht ein dünnes Kissen unter dem Kopf. Oder eine kleine Decke. Gut. Decke unter dem Kopf. Nicht eine kleine, eine Decke unter dem Kopf. Was auch immer. Dass es einfach so angenehm wie möglich liegt. Wir arbeiten im Yoga Nidra mit einem Sankalpa. Das ist ein Vorsatz. Ein positiv formulierter Satz. So ein Ziel, was es in einem Leben erreichen möchtet. Und das Sankalpa könnt ihr eigentlich schon jetzt formulieren. Es soll ein kurzer, positiv formulierter Satz sein. Wiederholt das, was ich eigentlich das letzte Mal gesagt habe. Wenn ihr zum Beispiel im Stress seid, noch war ein falsches Sankalpa, wenn ihr sagt, also als Sankalpa, ich möchte nicht mehr gestresst sein, weil da ist das Wort nicht drin und das ist eine Negation. Das darf nicht drinnen sein. Ein korrektes wäre, ich möchte ruhig und entspannt sein. Das wäre super, Sankalpa. Ja, das war's. Ich überlege eigentlich dann einmal kurz schon ein Sankalpa. Jetzt kennst du ja einmal das Video oder diese Anleitung kurz ausschalten, wenn es mehr Zeit braucht. Sonst kann es einfach in die Rückenlage. Für unsere nächste Yoga Nidra Einheit. Bereite dich auf Yoga Nidra vor. Lege dich in Shavasana. Die Füße liegen etwas auseinander. Die Handflächen sind nach oben gerichtet. Schließe die Augen und nimm die Bewegungslosigkeit des Körpers wahr. Überprüfe noch einmal, ob du gut und bequem liegst. Dann sollte sich der Körper nicht mehr bewegen, bis Yoga Nidra zu Ende ist. Vergiss während dieser halben Stunde all deine Probleme und Sorgen und konzentriere dich auf Yoga Nidra. Vergiss alles, worum du dich sonst sorgen musst. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse mit dem Ausatmen alles los. Werde dir der äußeren Geräusche bewusst. Nimm die Geräusche außerhalb dieses Raums wahr. Nimm die Geräusche weit aus der Ferne auf. Dann komme allmählich zurück in diesen Raum. Nimm diesen Raum wahr. Nimm dich selbst wahr, wie du auf dem Boden liegst. Werde dir des Körpers bewusst, wie er auf dem Boden liegt. Nimm den Atem wahr. Nimm den natürlichen Atem wahr. Nimm Atem und Körper gleichzeitig wahr. Sage dir jetzt gedanklich, ich mache jetzt Yoga Nidra, ich bin wach. Fasse nun einen Entschluss, einen Vorsatz, dein persönliches Sankalpa. Es sollte ein einfacher Vorsatz sein. Ein Ziel, das du in deinem Leben erreichen möchtest. Die Aussage ist kurz und positiv und du formst sie zu einem einfachen Satz. Verschwende dieses Ziel nicht mit materiellen Wünschen. Ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit, dieses Ziel zu formulieren. Und wenn du das getan hast,
Wiederhole es dreimal voller Vertrauen und innerer Überzeugung. Wir kommen nun zum Kreisen der Wahrnehmung. Lenke sie zu den verschiedenen Körperteilen. Bewege dich leicht von einem Körperteil zum anderen. Komme zur rechten Seite des Körpers. Werde dir der rechten Hand bewusst. Daumen der rechten Hand, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche. Werde dir der Handfläche bewusst. Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, Achselhöhle, rechte Taille, rechte Hüfte, rechter Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Lenke die Wahrnehmung zur linken Seite des Körpers, zur linken Hand, zum linken Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, Achselhöhle, linke Taille, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Komme zur Rückseite des Körpers. Rechte Fußsohle, linke Fußsohle, rechte Ferse, linke Ferse, rechte Wade, linke Wade, Rückseite des rechten Oberschenkels, Rückseite des linken Oberschenkels, rechte Gesäßhälfte, linke Gesäßhälfte, rechte Hüfte, linke Hüfte, die ganze Wirbelsäule, rechtes Schulterblatt, linkes Schulterblatt, Nacken, Hinterkopf, die Krone des Kopfes. Und nun komme zur Vorderseite des Körpers. Stirn, rechte Augenbraue, linke Augenbraue, drittes Auge, rechtes Augenlid, linkes Augenlid, rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Ohr, linkes Ohr, rechtes Nasenloch, linkes Nasenloch, rechte Wange, linke Wange, Oberlippe, Unterlippe, Kinn, Kiefer, Hals, rechtes Schlüsselbein, linkes Schlüsselbein, rechte Brust, linke Brust, die Mitte der Brust, Nabel, Bauch, Unterleib, rechte Leiste, linke Leiste, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel, rechtes Knie, linkes Knie, rechter Unterschenkel, linker Unterschenkel, rechtes Fußgelenk, linkes Fußgelenk, rechte Zehen, linke Zehen. Komme zu den großen Körperteilen. Das rechte Bein, das linke Bein, beide Beine, der rechte Arm, der linke Arm, beide Arme, der ganze Rumpf, der ganze Kopf, der ganze Körper,
Der ganze Körper, das rechte Bein, das linke Bein, beide Beine, der rechte Arm, der linke Arm, beide Arme, der ganze Rumpf, der ganze Kopf, der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper, das rechte Bein, das linke Bein, beide Beine, der rechte Arm, der linke Arm, beide Arme, der ganze Rumpf, der ganze Kopf, der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper. Werde dir der Haut der verschiedenen Körperteile bewusst. Und konzentriere dich für kurze Zeit auf diese Punkte. Nimm die Fußsohlen wahr. Fühle die Haut der Fußsohlen. Fersen. Zehenspitzen. Nimm die Haut der Handflächen wahr. Fühle die Haut und nimm die Linien der Handflächen wahr. Der Finger. Die Wahrnehmung ist sehr intensiv. Bringe die Aufmerksamkeit zum Gesicht. Nimm die Haut des Gesichtes wahr. Die Haut der Stirn, der Wangen, des Kinns. Nimm jede Falte, jede Linie in deinem Gesicht wahr. Werde dir der Augenlider bewusst. Und fühle die Linie zwischen dem Oberlid und dem Unterlid. Lenke die Wahrnehmung zu den Lippen. Fühle die Berührung zwischen Oberlippe und Unterlippe. Lenke deine Aufmerksamkeit zum Atem. Nimm den natürlichen Atem wahr. Beobachte den ganz natürlichen Atem. Beobachte nur den Atem, sonst gar nichts. Nun konzentriere dich auf den Atemfluss zwischen Nabel und Hals. Fühle, wie sich der Atem auf diesem Weg bewegt. Wenn du einatmest, bewegt er sich vom Nabel zum Hals. Wenn du ausatmest, bewegt er sich vom Hals zum Nabel. Die Achtsamkeit dehnt sich aus. Nun beobachte den Atem in den Nasenlöchern. Der natürliche Atem fließt durch beide Nasenlöcher und trifft oben zusammen. Mache dir ein Bild davon, wie der Atem aus zwei verschiedenen Richtungen aufeinander zufließt und im Augenbrauenzentrum zusammentrifft. Du beginnst nun gedanklich Anuloma Viloma, die Wechselatmung durchzuführen, ohne Zuhilfenahme der Hand. Nimm den Atem in den Nasenlöchern wahr, zähle dabei rückwärts von 108 zu 1, und zwar so. 108 links einatmen. 108 rechts ausatmen. 107 rechts einatmen. 107 links ausatmen. 106 links einatmen. 106 rechts ausatmen und so weiter. Wenn du dich verzählst, beginnst du wieder bei 108. Sei sehr aufmerksam. Atme in der gedanklichen Wechselatmung und denke an das Zählen. Sei achtsam und achte auf das Zählen. Bleibe wach. Zähle weiter und bleibe aufmerksam.
Konzentriere dich nun auf den Raum vor den geschlossenen Augen. Dieser Raum heißt Chidakasha. Nimm diesen Raum immer deutlicher wahr. Ein unendlich weiter Raum, der sich immer weiter ausdehnt, so tief und so hoch und so weit du sehen kannst. Nimm diesen Raum wahr. Beobachte sehr genau, aber lasse dich nicht hineinziehen. Schau in der gleichen Weise zu, als wenn du dir einen Film ansiehst. Was du dort siehst, ist eine Projektion deines Unterbewussten. Wenn du Muster siehst, so ist das nur die Form, in der sich dein Geist zum Ausdruck bringt. Bleibe achtsam und fahre fort. Bringe die Wahrnehmung in das Augenbrauenzentrum, zum dritten Auge, den Punkt zwischen den Augenbrauen. Stelle dir vor, dass du dich dort sehen kannst, im Lotussitz, im Schneidersitz, in tiefer Meditation. Beobachte dich. Nun entschwindet wieder das Bild von dir im Lotussitz. Bringe die Wahrnehmung zurück zu Chidakasha, den Raum vor den geschlossenen Augen. Schaue in diesen Raum und beobachte jede Farbe, jedes Muster, alles, was du dort siehst. Nimm alles aufmerksam wahr, aber lasse dich nicht hineinziehen. Nimm den Raum und alle Muster, Bilder und spontanen Gedanken wahr. Erinnere dich wieder an deinen Vorsatz, dein Sankalpa. Wiederhole es dreimal mit tiefem Vertrauen. Werde dir des Atems bewusst, des natürlichen Atems. Nimm den Atem in den Nasenlöchern wahr. Nimm sehr achtsam den Atem in den Nasenlöchern wahr. Gedanklich atmest du jetzt die Wechselatmung. Ein durch ein Nasenloch, aus durch das andere. Durch dasselbe wieder ein, durch das andere aus. Dehne die Wahrnehmung deines Atems immer mehr aus, zu jedem Teil deines Körpers. Wenn du einatmest, fühlst du die Lebenskraft in den ganzen Körper hineinfließen. Nimm einen langen, tiefen Atemzug und betrachte den entspannten Körper. Nimm deine Umgebung wahr, den Platz, auf dem du liegst, den Raum, in dem du dich befindest. Bringe deine Wahrnehmung nach außen. Bewege deinen ganzen Körper. Und setze dich langsam auf. Und öffne die Augen. Yoga Nidra ist beendet.